Marquez und Michelle Monbalin, mit privat erpresst. Der Streit eskaliert komplett. Heftige Vorwürfe von Marquez. Seine Ex Michelle Monbalin soll ihn körperlich angegriffen haben. Jetzt verteidigt sie sich öffentlich. Der Streit zwischen Marquez, 36, und Michelle Monbalin, 45, nimmt einfach kein Ende. Schon im Sommerhaus der Stars krachte es immer wieder zwischen den beiden. Es folgte die Trennung. Bei Prominent getrennt trafen sie erneut aufeinander. Zu einer Aussprache kam es nicht. Im Gegenteil. Michelle Monbalin platzt der Kragen. Der Zoff geht auch nach den Dreharbeiten weiter. Mike plauderte in letzter Zeit immer wieder private Details aus ihrer Ehe aus. Michelle hat endgültig genug. Es fällt mir sehr schwer, darüber zu sprechen, aber ich habe mich dazu entschlossen, Details über mein Privatleben zu sagen, dadurch, dass ich täglich seit mehreren Wochen traktiert werde von Mike in YouTube-Videos, erklärt die Schauspielerin jetzt auf Instagram. Ihr Ex hätte private Videos weitergeschickt und Lügen verbreitet. Was er da verschickt, ist nicht die Wahrheit, stellt Michelle klar. Mike hätte sie oft gefilmt, wenn sie wütend war. Da gab es eine Situation, in der wir gestritten haben. Ich stand 4 Meter von ihm entfernt und habe ihn 3-mal gebeten, mit der Aufnahme aufzuhören, dass ich das nicht möchte. Er hat das aber nicht getan und provokant weiter gefilmt. Sie habe ihm versucht, das Handy wegzureißen, wodurch er einen kleinen Kratzer an der Stirn bekam. Jetzt musste ich erfahren, dass er den Leuten, denen er das schickt, erzählt, ich hätte ihn geschlagen. Ich gebe zu, es ist übergriffig, jemandem das Handy wegzureißen, aber das ist meine Privatsphäre, man hat das nicht zu filmen, wenn ich das nicht möchte. Dadurch, dass mir gedroht wird, diese Dinge zu sagen, stelle ich sie jetzt richtig, weil ich mich nicht erpressen lasse, und auch zu den Dingen stehe, die ich gemacht habe. Und Mike? Der veröffentlicht das Bild seiner verletzten Stirn und schimpft, Männern fällt es schwer, sich als Opfer zu sehen, und mit der Opferrolle klarzukommen. Ein weiterer Faktor, der dazu beiträgt, dass häusliche Gewalt gegen Männer nicht angegangen wird, ist das fehlende gesellschaftliche Bewusstsein dafür, dass auch Frauen Täterinnen sein können. Oje, bei diesem Rosenkrieg ist das letzte Wort wohl noch lange nicht gesprochen.